Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter mit einem schreienden Hirsch. Aber, ja, so trägt man den bestimmt nicht. Ein männlicher Hirsch hinter der Shooting Range. Aber eigentlich sind wir heute hier, um ein bisschen auf Wapiti zu jagen. Denn wir haben hier die Mission, dass wir einen mit 2 Enden, einen mit 4, einen mit 6, einen mit 8, einen mit 10, einen mit 12 und einen mit 14 schießen sollen. Also eine ordentliche Anzahl. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch noch die Mission angenommen, die Competition, dass wir 4 Wapitis unter 50 Meter mit der Pistole schießen müssen, um dann da das Durchschnittsgewicht als Competition-Eintrag zu bekommen. Ob ich 4 Wapitis in dem Video schießen werde, weiß ich nicht, werden wir sehen. Mit Sicherheit werde ich auch nicht alle 6 männlichen Wapitis erwischen, die ich für die Mission brauche, denn jetzt lenkt es ja hier sogar schon der Hirsch ab, also wird das wahrscheinlich nix werden. Aber egal, wir werden auf jeden Fall versuchen, so gut wie möglich und so weit wie möglich in der Mission, sowie auch in der Competition voranzuschreiten. Und wenn wir nur ein Wapiti jagen, ist mir auch egal. Hauptsache, wir kriegen überhaupt einen. Aber wo war denn der Hirsch? Irgendwo im Wald natürlich. Habe ich auch meinen Geruchsneutralisierer drauf gemacht? Ich habe den extra neu gekauft. Natürlich nicht. So, jetzt aber. Dann kann auch nichts passieren. Dann kommen die auch nah genug an uns ran, dass wir die mit dem Revolver treffen. Ich habe nämlich hier nicht das Scope mit dem Zoom, sondern nur das mit der Zweifachvergrößerung. Also nicht ganz so nice, aber wird schon reichen, wenn wir eher aus 50 Meter schießen müssen, dann kann man die auch ohne Scope schießen. Guck an. Guck an. Der interessiert mich doch schon mal viel mehr. Da hinten sehe ich ihn auch schon. Den rufen wir einfach direkt mal ran, würde ich sagen. Scheiß jetzt auf den Hirsch. Weil der Hirsch bringt uns da eh nichts. Wir sind da hier zum Wapiti jagen und wenn die sich natürlich hier freiwillig direkt mal melden, dann sagen wir da auf jeden Fall nicht nein, sondern schalten die direkt mal aus und sammeln die ein. Es ist ein bisschen blöd, dass ich keinen Bogen benutzen darf, weil die Wapitis ja oft in größeren Herden unterwegs sind und ich den einen nach dem anderen schön rausschießen könnte. Aber der Revolver ist leider etwas laut, deshalb wird das wahrscheinlich nicht klappen. Na, guck mal, da ist auch ein Pilz. Den können wir nochmal aufsammeln. So, was haben wir hier? King Bolete. Ja, wollo. 644 Gramm. Davon wird man schon ordentlich satt. Ah, da hinten kommt er. Oh, guck mal, der ist sogar schon auf fast 50 Meter. Also noch 2 Meter ranlaufen. Dann kann ich den schon fast erlegen. Sind das natürlich Weibchen, die werden mir natürlich für den Wettbewerb nicht viel bringen, weil die nicht ganz so viel wiegen wie die Männchen natürlich. Aber gut, mir egal. Ich schieß alles, was auch nur die Form von dem Wapiti hat, also lasse ich den hier gerne rankommen. Und dann können wir den mit dem Revolver ausschalten. Aber erstmal locken wir den noch ein bisschen an. Weil bis jetzt trampeln sie zwar auf dem Berg rum, aber bewegen tun sie sich nicht wirklich. Da vorne ist auch noch einer hinterm Busch. Aber auch ein Weibchen. Ja, ruf nochmal zurück. Antworte 260 bis 360. Der hat... Na, komm. Auch 260, 360. Ich glaube, dann war das hier tatsächlich zumindest von den Schätzwerten ja der größte. Was natürlich dann letztendlich tatsächlich der größte ist, bleibt abzuwarten. Aber der hat auch nur 10 Kilo mehr als die anderen. Also eigentlich erstmal egal, welchen ich schieße. Vielleicht könnte ich sogar 2 schießen. Aber ich glaube, den zweiten würde ich dann einfach nur schlecht treffen und hätte dann eventuell eine längere Nachsuche. Da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf.
Also müsste ich die dann relativ nah rankommen lassen, damit ich noch Zeit habe zum Nachschießen. Denn wenn ich den nachschieße, wenn er schon aus den 50 Metern da rausgerannt ist, dann zählt er natürlich auch nicht. Aber der sieht ganz schön dunkel aus da. Guck mal, die beiden sehen so hell aus und der sieht ein bisschen dunkler aus. Aber ist, glaube ich, einfach nur die normale Färbung. Nichts Besonderes. Die Flinte wollen wir aber nicht nehmen. Ich könnte auch den erschießen. Und dann. Ja, nice. Ich glaube, die habe ich mal alle versetzt, die Nachschüsse. Da war, glaube ich, keiner von drauf. Und ob ich den anderen da sauber getroffen habe, das weiß ich auch noch nicht. Aber laut der Revolver. Da war ich nicht darauf vorbereitet. Da war meine Kopfhörer etwas laut eingestellt. Aber hier ist schon mal kein Anschluss. Wo stand denn? Irgendwo hier in dem Hang, ne? Aber das andere Blut sieht halbwegs gut aus. Das sollte Lunge Herz sein. Und dann sollte der auch relativ zügig verenden. Also haben wir zumindest schon mal den ersten Wapiti sicher. Bringt das nur nichts für die Mission. Weil wir da, ach, da hinten liegt er sogar schon, weil wir da einen männlichen brauchen. Aber nehmen wir erstmal den Wapiti da hinten auf. Und suchen uns dann den nächsten. Ich könnte einfach den anderen hier verfolgen, ne? Das könnte ich tun, aber ist ja eigentlich auch nur ein Weibchen. Und ich weiß nicht, ob die sogar nur auf Calls reagieren. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie sich erstmal wieder abreagiert haben. Deshalb lasse ich das, glaube ich, lieber und gucke mich mal ein bisschen in der Gegend um. Aber erstmal sammeln wir den hier auf. Den Schoko-Wapiti. Ah, guck hier. Direkt mal rechte Lunge erwischt. Also ging er zum Glück nicht mehr ganz so weit. 32 Meter. Hat also schon mal für die Mission gezählt. Warum will ich immer die Flinte nehmen? Leute, Leute. Die Flinte brauchen wir erstmal nicht. Und du drehst jetzt mal deinen Kopf oder auch nicht. Ja, so kannst du gerne sitzen bleiben. Alles klar. Foto in der Tasche. Das heißt, wir gehen weiter suchen. Das hier sind jetzt die Spuren wahrscheinlich von den anderen. Aber wohin zieht der denn? Okay, der zieht auch den Berg da hoch, also. War das wahrscheinlich auch einer von denen? Und was ist das Weiße da vorne? Ist das ein Riesenpilz? Oder war das der Farn, der gespiegelt hat? Ich glaube, es ist der Farn. Hier ist noch eine. Ach ne, ist der Hirsch gewesen, der hier auch noch war. Alles klar. War gar kein Wapiti, aber macht nichts, denn wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, einen neuen zu suchen. Und deshalb würde ich sagen, mache ich hier jetzt mal einen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich hier den nächsten am Start habe oder von mir aus auch ein anderes Tier. Hauptsache, wir sehen was. Also bis gleich. So, da vorne ist tatsächlich der nächste zwischen den Bäumen. Habe ich fast nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist einer von gerade. Deshalb ist er ein bisschen schreckhaft noch. Ja, hat auch dieselben Maße. Aber ob ich den tatsächlich jetzt rangekaut bekomme, wage ich fast zu bezweifeln. Ich kann es versuchen. Aber ansonsten müssen wir uns da versuchen, in 50 Meter anzupirschen. Ja, der trabt sogar schon weg. Ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Ja, ich glaube, der ist noch zu aufgeregt. Können wir nur hoffen, dass der ein bisschen langsamer wird, oder wir nehmen einfach den, der da ruft. Da vorne ist nämlich einer, den sehe ich schon kommen. Oh, nehme ihn an. Alles klar. Planänderung, wir gehen auf den da, denn der reagiert noch auf unsere Calls. Und können den auch mal direkt durchs Fernglas spotten. Da oben ist auch noch einer, oder? Warte, was? Oh, der steht direkt neben mir. Guck an.
Guck an, das heißt, die kommen jetzt hier von zwei Seiten, aber beides Weibchen leider und beides einzelne Stücke, wie es aussieht. Das könnte auch einer von gerade gewesen sein. Und der, ja, die haben alles gleiche Gewicht, ne? Okay, der hat 10 Kilo mehr, aber der hier ist näher, deshalb schießen wir den jetzt, bevor es zu spät ist. Ja, der sollte sitzen. Da unten geht der andere ab, aber da schießt man nicht mehr nach. Warum läuft der denn so weit? Normalerweise soll ich dem schön in die Brust geschossen haben. Gucken wir uns mal eben den Anschuss an. Der sollte das möglichst bestätigen. Ich sehe zumindest helles Blut, also sollte der nicht so weit gehen. Ja, Lunge, Herz. Guter Schuss. Und da vorne liegt er auch schon. Also zwei Wapitis schon mal erwischt. Heißt, zwei brauchen wir noch, auch wenn wir mit nur Weibchen natürlich keine Chance auf Erfolg haben. Aber was soll's? Hauptsache, wir haben was zu tun. Ich hatte einfach so mega Bock auf Wapiti jagen. Und da dachte ich mir, kann ich wenigstens die Mission und die und den Wettbewerb annehmen. Falls mir mal was über den Weg läuft, dass ich das hier nicht umsonst mache. Also sammeln wir den hier erstmal ein und gucken uns den auch an. So, auch wieder schön in die linke Lunge diesmal, gerade was die rechte, diesmal die linke. Machen wir natürlich auch ein Foto von 200, wie viel Kilo hat er gehabt? 276 habe ich jetzt, auf das Wichtigste achte ich natürlich wieder nicht, aber was soll's. Müssen wir halt, oh guck mal, der steht sogar auf die Beine. Okay, oder auch nicht. Müssen wir halt ohne die genauen Gewichtsangaben auskommen. Werden wir dann spätestens sehen, wenn das Ergebnis oben links aufploppt, wenn wir den vierten erwischt haben. Aber jetzt habe ich erstmal wieder rumgeballert hier. Das heißt, ich mache mich erstmal auf nach Richtung Norden, würde ich sagen. Die anderen beiden Stücke, die ich da gerade gesehen habe, waren ja eh weibliche. Von daher lohnt sich das jetzt nicht wirklich, den noch hinterher zu laufen. Ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar andere finde. Und dann vielleicht auch mal ein männliches Stück dabei. Wir werden es sehen, wenn wir gleich wieder da sind. So, da sind wir. Und der männliche Wapiti hat gecallt, ist aber noch ein ganz gutes Stück weg. Und zwar da ungefähr. Ja, das müsste passen. Ah, da kann ich mir mal eine Markierung ersetzen. Versuch's mit Linksklick, dann geht das auch. So. Und dann werden wir den mal zurückrufen. Damit der sich langsam in unsere Richtung bewegt. Und wir den dann hoffentlich erlegen können. Muss mal gucken, wie das Gelände da aussieht. Nicht, dass wir da irgendwie schlecht in Position kommen, aber wenn wir den eigentlich hier rankommen lassen, passt das eigentlich, weil das hier alles abfallend ist. Wir haben hier so eine erhöhte Position. Also sind uns nur die Bäume im Weg, aber die werden uns da schon keinen Strich durch die Rechnung machen. Das heißt, am besten könnte ich jetzt eigentlich hier bleiben, aber der war noch ziemlich weit weg, ne? Das ist hier der Berg vor mir. Der müsste quasi über das ganze Tal nochmal laufen. Glaube, da bin ich schneller an dem Berg als der. Deshalb können wir eigentlich versuchen, da nochmal hinzupirschen. Ich will einfach versuchen, so ein bisschen zu laufen und da oben auf den Berg zu kommen. Dann geht er im Extremfall an mir vorbei, aber sollte ich nicht direkt auf mich zulaufen und mich dementsprechend auch nicht sehen. Aber wir sind ja gleich schon oben, also sollte das eigentlich alles funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Wenn nicht, haben wir natürlich ein Problem und können den Wapiti erstmal verfolgen. Immerhin haben wir da eine Spur. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier rumgelatscht. Es ist unglaublich, wie lange man hier rumlaufen kann, ohne auch nur eine einzige Spur zu sehen. Dann habe ich irgendwann eine von einem Weißwildhirsch gefunden. Und dann kam zum Glück der Call vom Wapiti, der jetzt hier irgendwo stehen müsste. Da ist er.
Der kommt halt. Die Frage ist, ob der alleine unterwegs ist. Aber das juckt mich jetzt gerade mal gar nicht. Denn der steht gerade gut. Und das müsste ein guter Blattschutz gewesen sein. Na, geht er noch? War der vielleicht doch ein bisschen zu weit vorne? Eigentlich habe ich den direkt auf dem Schulterblatt gesehen. Hab's das ein bisschen vorgehalten, aber der Einschuss war eigentlich schon mal halbwegs drauf. Aber das sehen wir jetzt gleich. Wenn wir das Blut begutachten und das sieht hell aus, oder? Oh, ne. Ne, ne, ne. Da haben wir den Körper erwischt. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen, weil wir jetzt nochmal an ihn rankommen müssen. Wir dürfen jetzt natürlich nicht nachschießen, wenn wir weiter als 50 Meter weg sind, sondern müssen da rankommen. Das könnte schwer werden, es sei denn, der tut sich trotzdem nieder. Boah, da habe ich echt davor geschossen, das ist unglaublich. Da dachte ich, den kriege ich, aber das war nicht der Fall. Hätte ich lieber nachgeschossen, dann hätte ich zumindest vielleicht noch die Leber erwischt oder so. Oder den Magen, aber nur Körper. Ist natürlich ein bisschen wenig, auch wenn der andere Schuss auch nicht schön gewesen wäre, aber besser als gar nichts. Was ist denn dahinter? Ist das ein Ast, den ich da sehe, oder sitzt der da? Ah, ich sehe da gar nichts. Alles klar. Dann versuchen wir den mal zu verfolgen. Ich hoffe jetzt, der geht nicht allzu weit. Gerade hier im Wald die Nachsuche ist es natürlich nicht ganz so gut. Wenn das jetzt zu lange dauert, dann werde ich das hier gleich auch mal schnell cutten. Aber noch habe ich Hoffnung, dass der 44er Revolver seinen Dienst tut und den zumindest halbwegs schnell in die Knie zwingt. Aber ich glaube, da habe ich wahrscheinlich schlechte Karten. Egal. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass wir die Spur nicht verlieren. Da geht nämlich schon los. Der ist nämlich ein bisschen nach links abgebogen. Obwohl unser Ding was anderes anzeigt. Aber da oben steht er, oder? Das müsste der sein. Ja, das ist er. Haupt ist gesenkt. Aber jetzt müssen wir auf 50 Meter rankommen. Wie weit ist denn der noch weg? Da hinter ist sogar noch einer, oder? Ich habe da noch einen gesehen, noch 2 Meter. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so weit. Sollten wir schaffen, wenn der so stehen bleibt, dann können wir den jetzt nochmal versuchen, einen besseren Schuss anzutragen. Aber nicht, wenn wir hinterm Ast liegen. So. So, hinters Blatt gesetzt. Der sollte zumindest in der Lunge drin sein. Ich muss mir auf jeden Fall mal das Scope mit dem Zoom kaufen. Mit dem Zweifach-Zoom ist auch auf 50 Meter nicht so ganz nice. Kann man nicht immer so ganz genau anhalten, wo man den gerne hätte, aber sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Und dann gehen wir mal schnell den Anschuss kontrollieren, ob wir den diesmal auch richtig gezielt haben. Zum Glück ist er da stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, hängt er in dem Baum fest oder hat er einfach nur Pause gemacht? Keine Ahnung. Manchmal bleiben die Viecher tatsächlich einfach hängen. Aber da war schon die nächste Blutspur, also denke ich mal, ja, das ist auch helles Blut. Das sieht gut aus. Diesmal haben wir ihn erwischt. Dann sollte der jetzt auch relativ schnell zu Boden gehen. Und dann haben wir den ersten männlichen Wapiti erwischt, davon liegt er auch schon. Und da ist die Spur von dem, den ich gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es ein Wapiti war. Kann auch was anderes gewesen sein. Ich habe nur so eine Bewegung im Busch gesehen. Können wir mal eben schnell kontrollieren. Ja, das sieht gut aus. Wapiti, den werden wir dann gleich verfolgen. Erstmal den hier. Alter, da, ich habe doch nicht hier in den Bauch geschossen. Willst du mich verarschen? Ich habe den hier schön in das Schulterblatt gesetzt, aber doch nicht. So ungenau ist die Waffe auch wieder nicht. Wie viele Enden hat er denn? Ich brauche ja für meine Mission welche. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Enden müsste das sein. Na gut. Haben wir den schon abgehakt? Alles klar. Also der zweite Schuss war zwar was in der Lunge, aber der wurde hier irgendwo angezeigt. Ich hätte echt schwören können, dass ich den hier hingesetzt habe. Gut. Mir egal. Machen wir einen Trophy Shot.
Ach so, ich brauche mindestens 2 Points. Ach so, rumläuft das. Auch gut. Ich dachte, ich brauche einen mit 2, einen mit 4, einen mit 6. Aber der arbeitet sich jetzt hoch. Man braucht erstmal mit mindestens 2. Dann einen mit mindestens 4 und so weiter. Kann ich den hier nicht am Horn greifen? Doch, kann ich. So, Wapiti. Haben auch ein Foto mit dir. Und dann werde ich mich jetzt auf die Suche nach dem hier machen, auch wenn der jetzt natürlich wahrscheinlich geflüchtet sein wird. Deshalb brauche ich jetzt erstmal nicht aufpassen, hier großartig mich in die Hocke zu begeben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den in Schussdistanz habe oder überhaupt sehe. Da sehen wir schon fliehend, also nichts wie hinterher. Bis gleich. So, der Regen hat eingesetzt, aber da vorne steht ein weiterer Wapiti im Wald und es ist auch ein Männchen. Aber ich weiß noch nicht, ob der auf meinen Call reagieren wird. Gucken wir mal. Ist auch kein großer. Wird wahrscheinlich auch wieder so ein 8er oder 10er sein. Aber ich glaube, er dreht sich um. Versuch mal, den nochmal anzulocken. Er bleibt zumindest stehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt antworten wird. Ich bin auf jeden Fall noch 12 Meter zu weit weg, sonst könnte ich ihm jetzt einen schönen Blattschuss antragen, aber so leider nicht. Nee, mein Freund, das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, da irgendwie hinterherzukommen. Guck mal, jetzt auf 50 Meter, oder? 67, was denn jetzt? 60, 59, keine Ahnung. Noch zu weit wahrscheinlich. Aber wenn er stehen bleibt, komme ich auf jeden Fall da erstmal ein bisschen ran. Jetzt dreht er nochmal ab. Ja, ist noch ein paar Meter zu weit. Wenn er jetzt nochmal stehen bleiben würde, dann wäre das schon mal nice, damit ich ihn erwolle. Aber das ist genau 50 Meter, ne? Bleibt noch ein bisschen stehen, mein Freund. Ich bin gleich so weit. Also getroffen haben wir ihn. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich den in den Baum semmel. Ist er schon down? Ich weiß es nicht. Ich werde mir erstmal den Anschuss angucken gehen. Also den habe ich jetzt sowas von auf dem Blatt gesehen. Wenn ich jetzt wieder nichts getroffen habe, dann verzweifle ich. Dann glaube ich, der Revolver ist nicht wirklich genau auf die Distanz. Aber das werden wir sofort sehen, wenn wir das sind. Auf jeden Fall habe ich den Blutfleck schon auf dem Boden gesehen. Deshalb wissen wir zumindest, dass der schon mal getroffen ist. Und das Blut sieht auch hell aus. Damit haben wir Lunge und Herz erwischt. Und der sollte hinter der Bergkuppe irgendwo liegen. Und dann haben wir den vierten Wapiti. Und dann gucken wir mal, was die Position sagt mit zwei männlichen und zwei weiblichen. Natürlich nicht ganz so gut, aber zumindest haben wir einen Eintrag doch noch geschafft in dem Video. Immerhin 4 Wapitis geschafft. Ist ja auch schon mal was. Aber erstmal muss der hier verenden. Ich glaube, da hinten liegt er, oder? Ja, da hinten ist er dann auch mal verendet. Oh. Und pünktlich dafür hört sogar der Regen auf. So muss das sein. Schönster Sonnenschein hier bei der Wapiti-Jagd. Und deshalb sammeln wir den hier auf und gucken, was der hier zu bieten hat. Da hinten stand sogar noch ein Elch, habe ich gerade gesehen. Machen wir einen Trophy-Shot. Und da kommt schon das Ergebnis von der Mission da. Aber kein Eintrag von dem Dingens. Oder kommt das erst, nachdem ich hier den Trophy Shot bestätigt habe? Nicht dadurch. So. Annehmen. Nee. Habe ich jetzt tatsächlich einen über 50 Meter geschossen?
Ich habe doch auch den richtigen Revolver benutzt und alles. Keine Ahnung, warum er das jetzt hier nicht wertet. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet. Oder läuft das gar nicht, das Turnier? Doch. Ich glaube, das lief, weil das andere lief nicht. Ich weiß es nicht. Nehmen halt den Elch hier noch mit. Oder auch nicht. Der hat gar nicht gezeichnet. Willst du mich verarschen? Okay, der war hier vorne dran, glaube ich. Ja, als wenn ich durch den durchgeschossen habe. Das war verrückt. Jetzt komme ich hier bestimmt irgendwo rüber, doch da hinten. Gucken wir mal, ob wir den zumindest getroffen haben. Wenn nicht, haben wir da ganz schön. Weiß ich nicht, was das war. Ein Bug oder so. Also normalerweise hätte ich den schon in die Lunge treffen müssen. Aber der ist einfach abgegangen, ohne großartig eine Reaktion zu zeigen. Mal sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. So wenig Bums hat die 7 mm jetzt auch nicht, dass der noch groß da Strecke machen kann. Der müsste normalerweise relativ schnell da irgendwo im Wald verendet sein. Der zweite war, glaube ich, daneben. Aber der. Ah, da. Sieht aber doch nach Lunge, Herz aus. Da vorne ist der Anschuss. Hier ist eine Blutspur. Das heißt, der müsste irgendwo liegen. Und das tut er auch nämlich da hinten. Wollte schon sagen. Habe ich den zweiten auch noch getroffen? Ne, glaub nicht. Alles noch hier. Das Zeug. Ja, jetzt ruft er noch ein Hirsch. Aber ganz ehrlich, der kann mich jetzt mal. Wir wollten mal Petis jagen. Das haben wir getan. Haben noch hier einen Frustelch geballert, weil der Eintrag nicht gezählt hat. Warum auch immer. Und deshalb sammeln wir den Elch auf. 128. Besser als nichts. Und damit beenden wir die Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.